So, hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play 999. Beim letzten Mal haben wir uns ein bisschen auf dem Schiff umgeguckt und die nächsten Türen betrachtet, die wir jetzt wählen können. Und zwar, ja, genau jetzt, wahrscheinlich genau, schön. Und ich habe mich entschieden, dass ich durch Tür 1 gehen will. Dafür gibt es keinen bestimmten Grund, eigentlich nur, weil ich eh nur diese beiden Möglichkeiten gerade habe, die neu wären. Und weil My mich das gerade mehr choice interessiert, weil da is Ace door one. und Clover sind und ich mit beiden noch nicht so viel zu tun hatte. Santa was unconvinced. Ach, was ist denn los bei dir? Wait a minute there. You cheating? Cheating? I'm asking if you changed your number after you heard what doors we wanted. Nein. How could I do that? I wrote it down on the paper earlier. Let me see that. Sure, here. Schon bei Struck and handed to him. Santa examined it furiously. Yeah, suspected it as well. As I did, Junpei quickly slipped a piece of paper he'd been hiding into his pocket, naturally. Although he'd never know it now, Santa had been justified in the suspicion. Junpei had switched papers. I had three pieces of paper ready. And I put the one with door 6 on it into the pot. I just needed to make sure I drew last. After I saw everyone else's result, I just chose whatever door I wanted. If the number I'd already put in matched, then I didn't have to switch the paper out. Well, what does it say? Warum auch immer du dir die Mühe machst, aber ist gut so, dann haben wir immer noch die Auswahlmöglichkeit. He falls your to smirk. You got lucky. Santa snorted and tossed the paper aside, frustrated. Very well. We've decided who will go through door 1. It will be Clover, Junpei, and myself. Our only problem is the two remaining teams. June and I want door 6. Lotus and I want door 2. That's not good. We can't open either of those doors with only two people. Aw. Fine. 7, we'll go through door 6. Gut. Sure thing. I didn't really want to go through door 2 anyway. Ja, warum hast du sie dann aufgeschrieben? Besides, if we've got a younger girl with us, it'll lower the average age. Right, June? Well, June was at a loss for words. Lotus was not. Pig, you just wait and see. Oh Gott, bring ihn nicht um, bitte. Her eyes were the eyes of a woman prepared to kill. Ja, sag ich doch. A shiver ran down Junpei's spine. Calling me old. Wiederholt, ja. That's why men are such a pain in the ass. Okay. They're about as subtle as a brick. And they're at it again. Bitte beruhig dich. Even after they separated at the staircase, Lotus was still muttering angrily to herself. I'll see you later, June. Jumpy. Circumstances dictated that Junpei and June would have to part ways again, but this time it didn't sting quite so much. Ja, weil ich mich dafür entschieden habe, einfach. Don't make that face. It'll be like what Seven said. We aren't gonna be split up permanently till we find door 9. Ja, aber das Ding ist, wir werden jetzt Tür 9 finden. Oder die andere Gruppe, je nachdem. We might get separated for a little while, but we'll see each other again. Otherwise, we won't be able to open door 9. And that's how the notary game works. Seven's words took a weight off of Junpei's shoulder, and he felt much better. It'll be fine. I'll see you soon. All right. See you later. Here's A deck. It was the door on the left, right? That should be it, yes. Then here we go. It opened, and they walked through. Ja, just ja. As Santa and Lotus said. War die Tür letztes Mal denn auch, ist die Frage? Ich meine, das ist doch die Tür, die zum U-Boot geführt hat, eigentlich, oder nicht? Oder bin ich sehr verwirrt? Vielleicht bin ich auch verwirrt, tut mir leid, wenn... Nee, da gab es zwei verschlossene Türen, dann ist es ja wahrscheinlich die andere gewesen. Naja, ja, gibt Sinn. Müsste es ja jedenfalls sein. A numbered door. Und ein Red an der Wand. I'll go first. Ace went first and waved his wrist over the scanner panel. Now the two of you, if you would. Junpei was next.
Finally, this is the Clover lifted her arm. She leaned towards the scanner panel. The third Asterix clicked to life, shining brightly. Naja, so hell nur auch wieder nicht, jetzt übertreib mal nicht. Now. Mit einer hübschen, blumigen Beschreibung des Ganzen hier. Are you ready? Shall I pull it? Yeah, anytime. Very well then. Let's go. 3, 2, 1. Und durch da und schnell den Dad suchen. Ich entschuldige mich übrigens dafür, dass ich etwas erkältet bin, immer noch. Nur mal, um das kurz einzuwerfen. Das heißt, wenn ich zwischendurch so wirke, als würde ich keine Luft kriegen, liegt das daran, dass ich keine Luft kriege. Deswegen lese ich gerade noch nicht alles vor, weil ich kann echt nicht eigentlich. Aber ich will weiterspielen. Where is it? Gute Frage. Frantically, Junpei scans the room. His eyes stopped on the device that would determine whether they lived or died. There it is! Over there! Next to the door that came through was the dad. Ja, war ja nicht schwer zu finden wohl. As one they ran to it. They put their hands over it as if they were fighting for it. Ja, ja, schön, das hatten wir schon öfters. Aber wie immer, eine große Erleichterung. Yes, it did. Ooh, I don't believe I'll ever get used to that. I'm not sure it's something I'd want to get used to. We should finish this game before imminent death becomes a normal thing. Genau diese Zeile hatten wir schon mal irgendwo. Mal im Ernst. I agree. Wahrscheinlich als wir durch Tür 2 gegangen sind im anderen Durchgang. Jedenfalls könnte ich mir das gut vorstellen, dass es so war. Naja, wie auch immer. Now then. Ich glaube auch nicht, dass wir noch die Chance dazu bekommen werden, uns daran zu gewöhnen, denn wie gesagt, außer Tür 9 wird wohl keine mehr kommen. Junpei looked around again, this time more slowly. There's another door. Let's try opening it. He took hold of the knob and easily, gently pulled it open. So, this is the wheelhouse? Ja, sieht danach aus. Schick hier, schick hier. He closed the door again and turned to Ace and Clover. He fixed each in turn with a meaningful stare, then spoke. Ace, you investigate the wheelhouse next door. Very well. Clover, you're in charge of this room. Say something. Okay, I will. All right then, let's get started. Was ist los mit dem Junpei? Warum bist du plötzlich so dominant? Was ist denn los? Was passiert? Aber okay, ist vielleicht besser so, vor allem weil Clover sonst wahrscheinlich echt nichts macht, einfach weil sie ein bisschen... Ja, weiß auch nicht, was ist. Ich meine, ich kann sie ja verstehen, aber ja, ich kann sie verstehen eigentlich, also von daher, was soll ich schon sagen dagegen? Sie war ja vorher schon aufgebracht, weil sie nicht wusste, was Snake ist, aber jetzt weiß sie, dass er tot ist, also ist es auch nicht unbedingt besser, würde ich mal behaupten. Naja, fangen wir an mit der Karte. Hier haben wir auch rot markierte Orte. This map looks weird. What is it? Das ist eine Weltkarte. It probably looks weird, cause you're not used to seeing it that way. Ach so, ja, ergibt Sinn. Für mich sieht sie ganz normal aus. Tatsächlich. Ich frage mich, ob die markierten Orte noch was zu bedeuten haben. Also, ich hoffe nicht über die Länder heraus, weil weiter kann ich dazu nicht sagen, welche Städte oder so sind. Aber gut, aber gut, aber gut. Machen wir erst immer weiter hier. Hier haben wir eine Uhr. Pocket Watch. That's a Pocket Watch. She sure hasn't been saying much. And she just keeps looking at the floor. She seems kinda sad. Ja, warum bloß? Mein Gott. Oh, Pocket Watch. Might I take a look at it? Solltest du nicht in den anderen Raum gehen? Was machst du hier? He spun around to find Ace standing in the doorway. Junpei shrugged and handed him the Pocket Watch. Hey, man. What are you doing over in this room? Ja, sag ich doch. Oh, I just thought I'd come check up on the two of you. Is there a problem? Ja, ich habe gerade erst gesagt, dass du weggehen sollst. Meine Fresse, ich wollte mit einem kleinen Mädchen allein sein. Ich meine, was? Was? Nein? Yeah, there is. Yeah, there is. His eyebrows went up. You checked on us. Now get out of here. We split this stuff up for a reason, alright? Was ist denn mit Junpei los? Ich weiß, ich habe das gerade ausgewählt, aber er hat es ja auch schon vorher befohlen, dass er rübergehen soll. Why did I say that?
Ja, gute Frage. I didn't need to speak to Ace that way. I feel kind of off somehow. Ich auch, du bist komplett out of character. Ist das meine Schuld? Oh, sorry. Small smirk appeared on his face. Oh, I see, of course. He looked Junpei over, then glanced at Chloe. Oh nein! Das war ein Scherz, das war ein Scherz! I apologize for the intrusion. Well, best of luck. Ja, gut. Ich glaube, ich habe gerade einen Dialog versaut, den ich noch hätte bekommen können. Tut mir leid. For no reason he could fathom, Junpei's head began to hurt. What the hell? My head. A sharp pain in his head. Warte mal, kommt jetzt... Nein, mach einfach weiter, mach einfach erstmal weiter. How much time passed? He wasn't sure. But he did notice when Ace strode through the door. His smile was more of a smirk, and he had the air of a man who knew more than his opponent. Yes. There was something I wanted to check, if you don't mind. Yeah? What's that? Pardon me. With no warning, Ace slipped his hand into the pocket of Junpei's vest. Hey, what the hell are you doing? Ja, vielleicht sind da noch andere Zettel drin, hä? Huh? Well, what are you putting your hand in my pocket for? Stop! He reached for Ace's arm. But it was already too late. In the older man's hand was a piece of paper Junpei had balled up and hidden in his pocket. Just as I thought. You switched them, didn't you, when we voted? Nein. Well, I can't say that I care. I managed to get through the numbered door I wanted, despite your mischief. Then, why did you... Oh, simple curiosity. I hope you won't think ill of me for it. It was a small defeat, but it was a defeat. Junpei had lost the upper hand and he knew it. He could feel his stomach begin to tense. Damn. Oh well. Aber was war das mit den Kopfschmerzen gerade? Das hat mich sehr stark verwirrt. War das wirklich eine Reaktion darauf, dass ich ihn out of character spiele? I don't know. It's a wooden box. Maybe a case for letters. Hey Glover, you ever write letters? Nothing. Ja, wem soll sie jetzt schon noch Briefe schreiben, hä? Aber ich will immer noch wissen, ob sie wirklich die Schwester von Snake ist. Wir haben ja so unsere Vermutung, dass sie es nicht sein könnte. Und war es nicht sogar Ace, der das gesagt hat? Dann wäre das ja hier die perfekte Kombination mit den beiden und so. Ich habe leider meine Notizen gerade noch nicht hier. Die hole ich gleich irgendwann, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Wenn ich sowieso schneiden muss, dann hole ich einfach den Block. Aber jetzt erstmal brauche ich sie gerade nicht. There's something written on it. Ship's log. Ah, okay, das ist interessant unter Umständen. Okay, was Neues für den Filescreen. The ship's log. The ship's log found in the chart room. Yeah, okay. We'll leave soon for a new journey across the sea. After leaving port, we headed south and west. We turned southwest to steer around the continent, then proceeded northwest. We made ports and changed our heading to east for a time, and are now heading due north. Soon we will dock in the United Kingdom, the homeland of this vessel. Okay. Und übrigens, ich hab's glaube ich auch damals schon angemerkt, Vessel heißt übrigens anscheinend wirklich auch sowas wie Schiff. Was mich sehr stark verwirrt hat, weil ich das noch nie gehört habe. Und es war sogar die erste Übersetzung, die mir angezeigt wurde, als ich Vessel in Google Übersetzer eingegeben habe. Ja, ich weiß nicht, der beste Übersetzer, aber ist mir scheißegal. Es reicht. Und es hat mir direkt irgendwas... Ja, ich weiß nicht, ob es Schiff war oder sowas ähnliches, aber... Ja, egal. Jedenfalls... Wusste ich das vorher nicht, jetzt weiß ich es und... Es könnte mit dieser Karte zusammenhängen, weil wir haben ja hier auch das United Kingdom tatsächlich markiert. Wir haben auch irgendwann mal schon mal irgendwas anderes... Ich habe das in den Notizen aufgeschrieben. Oh Gott, wo habe ich das aufgeschrieben? Westminster habe ich mir aufgeschrieben. Das war doch auch irgendwas. Da gab es dieses Glockengeräusch, was das Piano gespielt hat, ne? Genau. Und das ist ja auch in Großbritannien, glaube ich. Oder?
Könnte auch in den USA sein. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es gesagt wurde. Ich halte lieber die Fresse. Doch, das war in Großbritannien, wurde gesagt. Ich habe keine Ahnung von dem ganzen Scheiß. Es tut mir sehr leid, dass ich so ungebildet und so bin. Naja. Cool, hier haben wir eine Karte. I think this is a nautical chart. There's this line on it here. I think the line is the route the ship is supposed to take. There are these dots all over the map. Those are probably ports, like, for a boat to stop on. It looks like the lines connect the dots. Like, guck dir doch mal die Karte an! I'm pretty sure, but I'd say somewhere in the ballpark of 10 or so. Was denn jetzt? A stack of nautical charts. Ach so. Ja, okay, ich hab's verstanden, danke. Bitte hör auf. Das heißt, ich kann damit jetzt noch nichts machen, oder? Oder kann ich hier dran irgendwie damit interagieren? Nö, anscheinend nicht. There's a nautical chart I picked up earlier. Have a map like this one. Maybe one of them matches up to the pins or something. Ja, wahrscheinlich. Okay, so we've got 7 locations connected by straight lines. And each one is the word next to it. It's probably the speed. Okay, vielen Dank dafür. Mhm. Aha. There is a word next to each point on the map. Full, half, slow, full. Half, dead, stop. Okay. Ich glaube, das brauchen wir noch. Ich schreibe mir das mal irgendwie auf. Gib mir ein bisschen Zeit. Ein paar Zeit einfach. Okay, ich habe mir jetzt jedenfalls die Himmelsrichtung und die Geschwindigkeit oder so aufgeschrieben. Ich denke mal Geschwindigkeit. Und ja, es geht jedenfalls hier lang. Dann dahin, dann dahin, dann dahin. Was mir das sagen soll, keine Ahnung. Was mir das bringen soll, keine Ahnung. Wir werden es hoffentlich noch rausfinden. Vielleicht in diesem Raum. Vielleicht in diesem Raum. Würde ja wahrscheinlich Sinn ergeben. Meistens. Hier sind viele Türen. Ist das der Rückweg? Ja. Da will ich da nicht hin. Denn da ist noch eine Tür. There's some sort of square device embedded in the store. Ich glaube, da kann man eine Uhr reinpacken. Oder auch nicht. Looks like this is some sort of lock. It's got a weird shaped indentation on it. Huh? The shape! Ja, was kann das bloß sein? Nothing. I imagine the pocket watch is intended to go in there. However, we may need to do something with the watch first. Also die richtige Zeit einstellen wohl, ha? Huh? Ja, davon ist wohl auszugehen. A compass. It appears to be broken, however. You see, the glass cover has been smashed to pieces. Super. Well, steering wheel might be a more appropriate term. Ich denke mal, ich muss damit auf jeden Fall noch irgendwas machen. Oder, ja, wahrscheinlich. Aber jetzt gerade noch nicht wohl. This isn't good. So many drawers, but nothing inside of them. Cool. I'm not cool. It's like there's something keeping it in place. What would be the point of moving it? The ship is stopped. What would be the use of a steering wheel? Yeah, I know, still. Ja, vielleicht irgendwas für das Rätsel, mein Gott. There's another room on the other side of the window. Was, echt? Oh, okay, klar, warum auch nicht? Was mit dem Fenster da? Kann ich mir nicht angucken. What is this? Some kind of display? It looks a little like an electronic scoreboard. I imagine it was added recently. Ja, sieht auf jeden Fall nicht so altmodisch aus, ha? Ich dachte, das war eine Lüftungsschacht oder so, aber anscheinend nicht. Hm. Warte mal, was? Wo bin ich denn hier? Das habe ich doch gerade übersehen. Hä, warte mal, ist das ein anderer Raum? Ich bin jetzt gerade komplett verwirrt von diesem Aufbau. Wie sieht dieser... Ich will gerne eine Karte eigentlich haben. Karte, da steht ja Map. Wie kann ich diese Map öffnen, die da unten rechts steht? Gar nicht. Warum steht es dann da? Unterbrochen, Map. Oder kann ich da draufklicken? Kann ich. Hä? Was ist denn das für ein Raum? Egal, ich hinterfrage das jetzt nicht. Wir gucken jetzt einfach hier oben. Wie wär's damit? Das klingt nach einer guten Idee, klingt nach einer sehr guten Idee. Oh ja. Hier ist genau das, was ich suche eigentlich, glaube ich. Kompass. And what destiny does it point us to?
I really hope you don't think that sound cool. Wie traurig geguckt. Mein Gott. Ah, human hammer. They're often used to subdue large men like Seven. What? That was a joke, of course. Ja, ich hab's verstanden, alles gut. War fast witzig. Thank you, Captain Obvious. Ace. You really kinda suck at making jokes. Oh man, mach ihn doch nicht so traurig. Er ist voll lieb eigentlich. Ich glaube, er ist irgendwie der liebste Charakter in diesem Spiel. Vielleicht soll ich ihm deswegen auch nicht vertrauen. Okay, ich vertraue ihm nicht mehr. Yes, I suppose you could call it a helm. Steering wheel might be more accurate, however. Cool. Kann ich damit jetzt noch was machen? Looks like it still moves. Dann dreh's doch oder so. Okay, dann mach ich vielleicht erstmal hier was. An engine order telegraph. Use this on old ships to adjust the speed of the ship. Like the gear shift in a car. This device doesn't connect directly to the engine. In short, it's a transmitter. The navigation officer uses it to set the speed of the ship, and it sends a signal to the engine. There's a handle on top of it which can be moved back and forth to. Hold on. Huh? There's no handle. You're right, there isn't. It looks as though it was deliberately removed. Dann müssen wir das wohl finden. Ja, das haben wir wohl nicht. Schade. Wir haben nur die Pocket Watch bisher. Cool. Ich will mir die Säule auch noch angucken eigentlich, aber das geht wohl nicht. Okay, schade. Ich denke mal, sind wir gerade nichts mehr. Dann muss ich wohl wieder zurück, aber... Ist das noch Raum? Nein, das ist kein Raum mehr. Das ist. Ja, das führt nur dahin, wo ich gerade war. Klar, ergibt Sinn. Oh, warte mal, was? Ich darf jetzt anscheinend was an dem Lenkrad machen. Dein Ernst, Spiel, dein Ernst? Gut, dass ich es mir nochmal angeguckt habe. I noticed something else as well. What's that? Well, when you move this wheel, the compass also moves. Ja, das ergibt Sinn. What do you mean? The ship, it's moving. Oder der Kompass ist einfach kein echter Kompass, sondern einfach nur ein Teil, was auf das Lenkrad reagiert. Vielleicht, wahrscheinlich. Ha! Tricked you, didn't I? Wir sind so Kompass, was wir connected to another song. Ja, okay. Gut. Schön. You think that's important? Well, let's try turning it again. Ja, ein Rätsel. Oh Gott, ist das hässlich. Das ist ja mal richtig, richtig hässlich. Ah, egal, schön. Erst nach Süden, würde ich sagen. Denn da muss ich zuerst hin. Stopp! Oh, das dreht sich... Oh Gott, okay. Mhm. Ich hätte die andere Richtung drehen können, oder? Ist mir egal, es ist zu spät dafür. Wir drehen jetzt einmal komplett rum. Und stopp. Bam. S. Jetzt Westen. Ich habe gerade den Spaß meines Lebens, Leute. Den Spaß meines Lebens. So, Südwesten ist da, tatsächlich. Dann, Nordwesten. Ist tatsächlich hier irgendwo. Aha, jetzt, Osten. Ich habe zwar gar nichts an der Geschwindigkeit geändert, was wahrscheinlich ein Fehler ist, aber... Ich habe keine andere Idee gerade. Norden. Stopp. Und stopp. Oh, hat gereicht. What the... The handle came off. Ha, ja, wofür ich das wohl brauche. Stopping solo, are you zero? Kann ich das jetzt hierfür benutzen? Jetzt im Ernst? Nein, nicht hier. Mein Gott, da. So, I sure hope this handle fits. Yes, it fits, excellent. That should allow us to operate the engine order telegraph. Let's give it a shot. Gut, und jetzt? Was soll er? Was soll ich tun? Also jetzt erstmal full, das weiß ich. Aha. Dann. Half. Dann. Slow. Dann. Full. Dann. Half. Dann. Dead slow. Dann stop. Ha? That's weird. I thought I put in the right speed. Das dachte ich auch. No, I don't think you messed it up.
Look, something's happened on the back wall of the wheelhouse. Yeah, you're right. Let's check it out. Ach, ist das die komische Anzeigetafel oder was? Was wir da gerade gesehen haben? Ja, sieht danach aus. There's something on the wall that looks kind of like an arrival board. There are a whole bunch of words on the left side of the display. What is this? The names of ports across the world. I imagine it's showing us the ship's route. You know, just like the ones you might see on an airport. Yeah, ich weiß schon. Like that. Oh, I get it. It does look like those are the names of all the ports along the ship's route. It looks like only one of those has a time on it, though. The time on the last line, right? 10 seconds past 3 o'clock. Perhaps that's the arrival time. Ah, darauf muss ich natürlich die Uhr stellen, ha? Huh? A digital scoreboard or something like that, yeah. Okay, okay, okay. Huh? Oh, perhaps. Whoa, what's he doing? Excuse me, Junpei. Hey, he just took my pocket watch. Ja, natürlich hat das. Weil ein Gehirn hat. Ich vertraue dir, alles gut, mach einfach. It should be fine now. Well, thanks for giving me the pocket watch back, but you don't need to look so smug about it. Let's see what he... Oh, he moved the hands, natürlich. Yeah. You know what to do next, right? Yeah. Dennoch, ich habe ein Gehirn, wenn auch nur ein kleines. So, rein da. Und es klappt. It says open now. Woo, good work. Yay, well done, Junpei. Hey, Clover, come over here. Let us leave this shitty room. Oh, well, let's go then. Clover. Ach, Mensch, sei doch nicht so demotiviert. Ich weiß, du bist traurig und so, aber... Da gibt es keinen Grund zu, außer dass Snake tot ist, aber... Ja. Ja. Well, okay, schade. I guess. Oh, a hallway. It's far too narrow to be called one. The left was a wooden door. This seems to be the only route. Yeah, let's go. Junpei push it open and step into the room beyond. Ein weiterer Escape Room wohl, direkt. It was full of all manner of turn-of-the-century electronic equipment. Weil ich meine, ja, es wird wohl noch einer jetzt kommen hier. Vor der letzten Entscheidung hier. Well, these machines are weird. I've never seen any of them before. Huh? Wait, this one is... One smaller machine hit a metal bar that ended in a circular handle. They seem to recognize it. Ah, yes. A telegraph key. These were used to transmit Morse code a long time ago. He turned and slowly took in the room. This must be the communication office. Across the room from the door they'd entered through was another door. And that door? A metal plaque was nailed to it. It read... Captain's quarters. Huh, yeah. That's what it says. Then, do you think... glaube ich nicht, weil ich immer noch davon ausgehe, dass Zero einer von uns sein müsste. Und zwar auch nur aus Storytelling-Gründen, weil es irgendwie lame wäre, am Ende ein Reveal zu haben von wegen, das ist Zero, eine Person, die ihr noch nie gesehen habt. Das wäre ziemlich lame, deswegen gehe ich davon aus, dass jemand von uns Zero sein muss. He swallowed. Junpei could feel his hands begin to sweat. Only Clover seemed unaffected. Well, we won't know if we don't open it. She walked up to the door and put her hand on the knob. Und öffnet sie sich? It opened easily and without so much as a pause, she walked in. Junpei and Ace followed. The first thing they saw. Oh. Das ist dann wohl der Captain und wahrscheinlich nicht Zero. Warte mal. Er hat eine Armbanduhr. Das ist verwirrend. Warum hat er eine Armbanduhr? Junpei felt his body seize up, his mouth went dry and he felt very, very cold.
The blood in his veins allowed to crawl and his heart tightened like a fist. Not again. This was the third time he'd seen the horror of death laid out before him. He didn't think it was something he could stand to see much more of. Still, he had begun to accept that whatever it was that he saw, whatever happened to him was beyond his control, and whatever force controlled him was driven by a determination that he could not hope to match. Damn. A sense of helplessness, of desperation, washed over him. It left behind a feeling of utter emptiness that warmed its way through his body like acid. No, wait. We didn't check his pulse yet. Maybe he's still alive. Ich glaube, ist tot. Sieht sehr tot aus. Fueled by that spark of hope, Junpei ran to the man's body, and his heart fell when he touched his hand to his neck. No pulse. Ja, das sehe ich. Und vor allem siehst du jetzt aber vielleicht auch mal die Armbanduhr. His pupils had dilated, and he wasn't breathing. Really, well, he's dead. Damn. If only we knew how it happened. Ja, ich meine, er ist nicht an der Explosion gestorben, zumindest. Junpei lifted the man's already stiff body. There was a deep red wound on his chest. These wounds. I wonder what killed him. Junpei did not have to wander long. It must have been this. An axe, okay. Well, lying next to the corpse was an axe. The entire blade of it was drenched in bright red blood. Nein, nein, wir müssen erst noch im Clash-Trial ausdiskutieren, ob es wirklich die Mordwaffe war, okay? Es könnte alles gewesen sein, alles, aber ja, okay, es war die Axt. From the shape of the man's wound, there could be no doubt that it had been made by the axe. A lake of blood stretched out around it. It was wearing the clothes of a ship's captain, although they were stained with blood. These clothes? A captain? Does that mean this guy was Zero? On his left hand was a bracelet. Oh nein, er ist auf jeden Fall nicht Zero gewesen. Das bezweifle ich sehr stark. Oh. Ich bezweifle das immer noch sehr stark. Bracelet Zero. Oder hat jemand von uns wirklich Zero umgebracht? Das wäre interessant. Oder war Zero einfach die ganze Zeit über schon tot? Ich meine, wie gesagt, Zero muss ja nicht aktiv dabei sein bei diesem Spiel. Das läuft ja alles automatisch ab. Das Thema hatten wir ja schon und... Ich war der Grund dafür einfach, dass Zero schon die ganze Zeit tot war. He couldn't help but laugh. There was nothing else for him to say. It was too simple, too obvious, too straightforward. If there hadn't been a dead man on the floor, Junpei might have thought it a joke. Junpei. It may be wise to find a way out of here first. Yeah, you're right. Das kann doch nicht die Lösung sein. Naja, oder vielleicht... Ist das einfach wirklich alles? Zero ist komplett irrelevant. Vielleicht ist die Identität von Zero komplett irrelevant, komplett. Komplett irrelevant, komplett. Genau das wollte ich gerade damit sagen. Wie gesagt, ich kann nicht atmen. Aber ich will weiterspielen. Wie auch immer, wir haben hier einen sehr schönen Raum. Mit einem Zahlendings, was wir wahrscheinlich lösen müssen, ha? Ja, sieht danach aus. I don't think the power's on. Okay, wir müssen also erstmal irgendwas hier machen. Da müssen wir erstmal einen Schuss hier reinstecken und dann müssen wir ein Zahlenrätsel lösen. Okay. Gut, gut, okay. A camcorder. It looks like it's pointed at the door. Also, power's on. How would someone want to videotape a door? Weiß ich nicht, aber können wir uns das angucken? Okay, schade. What do you mean? It's just sending whatever it sees to something. What does it say? The door. Well, können wir uns das hier vielleicht angucken? The screen shows the big hospital room. Ja, ich möchte gerne die Tür sehen. There's just some random hallway on this one. Okay. The room on the screen looks really fancy. Also wir wurden auf jeden Fall theoretisch gesehen Video überwacht, nur... Zero war halt tot, oder die Person hier war tot, wer auch immer das ist. A bunch of weird buttons on here. They probably switch what you see on the screens. You know how to work this thing? Ah. Why don't we just press one of these? Like this one. Zero. Und wir sehen die Tür. Es hat funktioniert.
Hey, isn't the door on the screen the one right behind us? You're right. Whatever the camera sees is sent to the screen in real time. I wonder if that means something, you know? Huh. There's nothing on the monitor. Sieht aber anders aus. Just static. Sieht aus wie Text, aber gut, dann ist das halt nur static. Gut, was auch immer wir mit der Kamera machen sollen, aber werden wir dann schon nachher rausfinden. Vielleicht Junpei snorted with grim humor for the second time since he'd come into the room. There are four screens along the bottom at a single letter each spelling out. Z-E-R-O, huh. It's like he's making fun of us. What do you think? Nothing. What about him? Do you think that's really Zero? There's no way that's him. Didn't I tell you already? Zero is one of us. Wie gesagt, davon gehe ich auch aus. Nein, das muss eine Falle sein. Das ist nicht wirklich Zero. Wir werden nur verarscht hier. Wir sollen denken, dass es Zero ist. Yeah, right. I know it's important to figure out who this guy is, but don't you think we should figure out how to get out of here first? Ja, wahrscheinlich. But please, I don't want to waste any more time. Clover looked miserable, as if she could start crying at any moment. Junpei just didn't have the heart to tell her no. All right, sure thing. Good. Was his mind playing tricks on him, Junpei wondered. For a moment he could have sworn he'd seen Clover smile. Als ob sie einfach lächelt, Mensch, aber ja, gut, vielleicht. Warte mal, es wäre aber auch schlecht, dass sie, warum sollte sie in diesem Moment lächeln? Ist sie Zero? Ach, ich weiß es doch nicht, warum sie lächelt.